Bartschenreuther ist ein mittelständischer Fahrzeugbauer aus Oberfranken. Wir sind in Wallenfels ansässig, das ist zwischen Hof und Coburg. Wir haben uns spezialisiert auf Volumentransporte unter Plane, also das heißt maximal 3 Meter Innenhöhe oder sogar 3,20 Meter. Hauptsächlich Kunden sind die Autoindustrie, die Getränkeindustrie, Kunden, die auch Maschinen fahren, die größer sind. Also alles, wo großvolumige Güter bewegt werden müssen. Das heißt, alle unsere Fahrzeuge verfügen über Hubdächer, dass man sie leichter beladen kann. Und wir möchten in diesem Segment Marktführer werden im Bereich Bedienfreundlichkeit. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir machen internationale Transporte von Gütern aller Art unter Plane vorzugsweise. Unter anderem auch Landmaschinen in Überbreite oder generell Maschinen in Überbreite. Und das hat uns zu diesem Verbreiterbahn Kotschenreuther Aufbau gebracht. Ich habe mir ein Bild über die Verarbeitung gemacht, über die Arbeitsvorgänge, und das hat mich überzeugt. Und folglich haben wir sie dann für die Firma Kotschenreuther entschieden. Der Anklang ist sehr gut. Wir haben hier den Gemeinschaftsstand zusammen mit unserer Mutterfirma Meusburger Fahrzeugbau aus Eging am See in Niederbayern. Man kann sagen, der Stand war bisher gut gefüllt. Wir hatten sehr gute Kundengespräche. Das Interesse ist sehr groß. Und wir freuen uns eigentlich, dass wir so gut ankommen bei unseren Kunden.